Ihr müsst sie überzeugen. Wir müssen fliehen. Die dunkle Brut kommt. Ich habe gehört, wir hätten sie in die Flucht geschlagen. Ich habe sie gesehen. Wir werden sterben. Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Was stimmt nicht mit ihm? Abgesehen von seinen Verletzungen wissen wir es nicht genau. Sein Blut ist nicht verdorben, aber er hat schreckliche Angst. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land, sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Okay, also wir werden ja gleich irgendwann mal in die Wildnis aufbrechen. Zumindest, wenn man den Gerüchten von Devith Glauben schenken kann. Dann werden wir das ja auch sehen. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Okay. Der Hund sieht aber schick aus. Mit dieser Tätowierung oder Bemalung. Sowas können wir für Shadow auch gebrauchen. Dann gehen wir mal hier runter. Gut, also hier wird höchstwahrscheinlich das gleiche sein. Da kommen wir auch noch nicht raus. Du da, Elf. Wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taren Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Was wollt ihr? Ich hoffe, ihr habt nicht noch mehr Anweisungen des Taren. Nein, habe ich nicht. Wenn ihr nicht von Taren kommt, was wollt ihr dann? Wir sind beschäftigt. Boah, der ist aber freundlich. Ihr seht nicht aus wie die anderen Soldaten in der Armee. Wir sind nicht wie sie. Wir sind Aschekrieger. Was ist ein Aschekrieger? Unsere Ausbildung geht auf die Zeit zurück, als Luthais Zwergensohn zum ersten Mal den Kampfrausch der Zwerge einsetzte. Es ist eine alte Geschichte. Was macht einen Aschekrieger aus? Wir nutzen den Zorn in uns, nähren ihn und entfesseln ihn, sodass wir in der Schlacht nicht fallen können, bis unser letzter Feind am Boden liegt. Es ist eine Lehre der Zwerge, aber wir haben sie so angepasst, dass sie es uns erlaubt, an der Seite unserer Hunde zu kämpfen. Das ist unser Weg. Ich vertraue meinem Hund mein Leben an und er vertraut mir seines an. Ich habe selbst einen Mabari-Hund. Dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Ein ausgebildeter Mabari-Hund ist so gefährlich wie ein Schwert. Wir reden hier nicht von einem Stadtköter oder einem dieser Viecher, die auf dem Schoß einer alten Frau sitzen. Worauf genau bereitet ihr euch vor? Wir kundschaften die Wildnis aus und beobachten das Vorankommen der Horde der dunklen Brut. Mit ein wenig Glück stoßen wir auf einige Nachzügler, die wir ausschalten können. Wenn mein Hund das Blut seiner Beute überlebt, wird es eine gute Jagd. Sollte er sterben, trauere ich morgen Nacht um ihn. Wenn er das Blut überlebt? Was meint ihr damit? Das Blut der dunklen Brut ist giftig, wenn auch nicht immer tödlich. Diejenigen, die es überleben, werden immun gegen seine Auswirkungen. Die Wächter sagen, dass das verdorbene Blut die Überlebenden sogar in den Wahnsinn treiben kann. Aber nicht heute. Heute jagen wir und wir erlegen unsere Beute. Weshalb habt ihr eure Hunde angemalt? Sie unterscheiden uns zwar anhand unseres Geruchs von unseren Feinden, aber das Blut des Kampfes kann sie durcheinander bringen. Also malen wir uns selbst mit Cadis an. Es übertüncht das Blut. Und wir bemalen auch unsere Hunde, damit sie wissen, dass wir zusammengehören. Was wäre, wenn sich eure Gegner ebenfalls mit Cadis anmalen würden? Warum? Wollt ihr unser Cadis stehlen und es der dunklen Brut bringen? Ich hoffe, ihr scherzt. Falls ihr es versuchen solltet, würdet ihr es nicht überleben. Und das ist kein Scherz. Ich sollte gehen. Hab Dank. Die Jagd ruft und ich werde ihr nicht fernbleiben. Okay, dann gucken wir mal. Da kommen wir nicht rein. Ach, da sind die ganzen Hunde drin, okay. Die sind alle unangemalt, aber hier ist einer, der angemalt ist. Also Cadis heißt das ja, das haben wir ja gerade gelernt.
Nochmal? Entschuldigt mich. Ich muss die Hunde für die Schlacht vorbereiten. Die Hälfte von ihnen ist krank vom Blut der dunklen Brut. Es ist einfach schrecklich. Oh, okay. Genau, das war ja das, was auch der Soldat an der Brücke uns erzählt hat. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, ob wir hier alles haben, bevor wir mit Duncan sprechen. Gucken wir mal hier oben noch. Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Wir mussten ihnen Maulkörbe verpassen, damit sie uns nicht beißen. Es ist ein langer, qualvoller Tod. Okay, der sieht aber recht mickrig aus. Wie ihr wünscht. Truhe? Wow. Sind wir wesentlich reicher als vorher. Gucken wir mal. Genau, da sind auch noch ein paar Dinge. Zwei Säckchen. Wenn gleich vor mir nur Dunkelheiten, wird das Licht des Erbauers mich leiten. Ein Dolch und reizend. Noch ein Dolch. Hübsch. Gesegnet sein die Hütte, glaube ich. Wenn gleich vor mir nur Dunkelheit liegt, wird das Licht des Erbauers mich leiten. Also, ich glaube, ich sollte da jetzt nicht stehen bleiben, bis sie mit dem Beten fertig ist. Sonst ist die Folge gleich vorbei. So, dann haben wir jetzt alles. Ich will, dass dieses Gerede auf der Stelle aufhört. Seid ihr. Und ja, dann gehen wir mal zu Duncan. Erhöre die Gebete. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen? Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Ihr habt recht, Duncan. Es tut mir leid. Nun denn. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. Eins für jeden Rekruten. Wofür brauchen wir das Blut der dunklen Brut? Zum Bayer. Für den eigentlichen Beitritt. Ich erkläre es euch, wenn ihr zurück seid. Und was ist die zweite Aufgabe? Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Alistair, ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Was sind das für Schriftrollen? Alte Verträge, wenn das deine Neugier befriedigt. In ihnen wurde den Grauen Wächtern vor langer Zeit Unterstützung zugesichert. Sie wurden einst als reine Formalität betrachtet. Aber da so viele ihre Verpflichtungen uns gegenüber vergessen haben, ist es vielleicht nicht das Schlechteste, etwas in der Hand zu haben, um sie daran zu erinnern. Ist das auch Teil unseres Beitritts? Nein, aber wir müssen die Mühe auf uns nehmen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Wir sollen das Archiv und drei Fläschchen mit Blut suchen. Verstanden. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Okay, somit ist unsere Gruppe vollständig. Das heißt, wir gehen noch mal eben kurz zum Quartiermeister. Wache über Ferelden, die Heimat der Heiligen Anfassung. So, aber vorher werden wir mal eben unsere Gruppenmitglieder ausrüsten. Alistair haben wir schon halbwegs ausgerüstet. Gucken wir mal,
Gut, der macht ja keinen, er ist ja kein Magier, braucht er also nicht. Gesundheitsregeneration und Einrüstung, hört sich gut an. Packen wir rein. Resistenzen, das ist eigentlich auch nicht so verkehrt, den kriegt er auch noch. Konstitution, auch nicht verkehrt. Verteidigung, Zeichen der Wachsamkeit. Lass mal eben gucken. Nehmen wir jetzt, welchen nehmen wir denn? Nehmen wir jetzt Gesundheitsregeneration oder die Verteidigung? Also ich würde mal behaupten, wir gehen auf die Verteidigung. Das macht mehr Sinn. Dann haben wir ihn schon mal ausgerüstet. Gut, das braucht er ja alles nicht. Dann gucken wir mal bei Deviv. Deviv. Dem nehmen wir mal die Dolche weg. Sonst kommt er nachher noch auf dumme Ideen. Und er kriegt, ja gut, der hat eine Rüstung, hat er an. Haben wir jetzt noch irgendwas Tolles, was wir ihm hier geben können? Na gut, der ist ja eigentlich auch Fernkämpfer. Also ich glaube, den lassen wir auch so, wie er ist. Der hat ein Großschwert, der Jory. Haben wir ein besseres Großschwert? Ne, der hat schon ein gutes Großschwert an. Und dann geben wir ihm den Ring und das Zeichen. Wartet mal. Bin ich denn jetzt blöd? Ich habe doch dem Alistair gerade das Zeichen gegeben. Auch nicht schlecht. Okay, so. Und Alistair, du kriegst das Zeichen. Perfekt. So, den ganzen anderen Kram können wir jetzt verkaufen. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Ja, diesmal brauchen wir bitte Ausrüstung. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Also jetzt gucken wir erstmal, was wir hier alles verkaufen können. Dann gehen wir erstmal bei den Waffen. Das behalten wir mal. Die Dolche alle wiedersehen. Braucht kein Mensch. So. Bloß nicht zu viel verkaufen. Wobei ich aber glaube, genau, mit Rückkauf konnte man den ganzen Kram wieder zurückkaufen. Weg, weg, weg. Und so weiter. Das Bollwerk behalten wir auf jeden Fall. Das Templerschild. Ne. Auch nicht. So. Das lassen wir mal drin. Die Ringe hier, die können wir auch alle verkaufen. Und der, ich weiß gar nicht, wofür der ist. Behalt den mal, weil der kostet ja nichts. Ich frage mich, wofür der ist. Gedächtnisring. Ich hätte jetzt die Vermutung, dass man damit neu skillen kann. Aber als Ring wird es ja gar keinen Sinn ergeben. So, jetzt haben wir schon mal einen Sovereign. Dann kaufen wir doch direkt einmal den Rucksack hier unten. Den hätte ich gerne. Ja, und nehmen wir hier oben eigentlich jetzt die Verletzungsausrüstung mit. Ich glaube... Boah, das ist echt schwierig jetzt. Weil eigentlich bin ich ja ein Geizkragen und ich möchte nicht unnötig irgendwelches Geld ausgeben. Deswegen kaufen wir die jetzt nicht. Ich hoffe, wir kommen damit klar. Rezepturversorgungspack, leichte Verletzung. Okay, das können wir uns auch noch nicht leisten. Aber das ist auf jeden Fall noch eine Sache, das könnte man später hoffentlich noch kaufen. Ich hoffe, wir kommen später nochmal an ihn ran. Oh, da ist... Ah, hier die Truhe. Guck mal hier, für den Schlüssel. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Okay, da kommen wir auch noch nicht dran. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Kokari-Wildnis. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Na, der macht uns ja Mut. Okay, Korkari-Wildnis. Bevor wir losgehen, ich würde mal eben kurz ins Taktikfeld, Taktikfenster gehen.
mal eben Alistair auf Verteidiger stellen und auf aggressiv. Den Deviv, ja, der Deviv, der kann im Prinzip fast schon so bleiben, wie er ist. Obwohl, wartet mal, den stellen wir mal auf Bogenschütze. Und Zielbedingungen selbst, beliebig. Und er soll nämlich bitte, wann immer möglich, in die Verstohlenheit gehen. Verhalten Fernwaffe. Jory geht mal auf Schläger. Und Verhalten aggressiv. Gut, dann haben wir das eingestellt. Wenn Sie mich nicht sehen, können Sie mich auch nicht töten. Klingt logisch. So, an der Stelle macht es natürlich wenig Sinn, mit meinem Hauptchar hier nach vorne zu preschen. Deswegen laufen wir mit Alistair. Okay, Alistair, bitteschön, greif da mal an. Komm jetzt hier kleckerweise an, die ganze Löwe. So ist es richtig. Ich hab dich gemacht. Jetzt kommen sie alle angerannt. Den versuchen wir mal festzuhalten. Dann bleibt er vielleicht da hinten irgendwo stehen, wenn wir ihn denn treffen würden. Oh gut, das kriegen wir auch so hin. Nee. Nichts da. Okay. Also unser erster Kampf hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Wenn Sie mich nicht sehen, können Sie mich auch nicht töten. Aber ja, selbstverständlich. Nehmen das ganze Fell hier mit. So. Gut. Weiß gar nicht. Ich glaube, wir gehen mal hier trotzdem einmal. Und hier können wir auch das allererste Mal im Spiel die Karte benutzen. Dann gehen wir doch mal eben hier und looten die Elfenwurzel. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt in der Zwischenzeit echt viel rumprobiert. Mit dem Sound, die Lautstärke, die war immer noch zu laut, die Musik war zu laut, die Wölfe haben zu laut geknurrt. Und ich habe auch jetzt angefangen, mal ein bisschen mit meiner Stimme rumzuprobieren. Ich werde die, glaube ich, ein bisschen verstärken, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte. Aber ich glaube, ich rede zu leise. Müssen wir mal ausprobieren jetzt hier in der Aufnahme. Oh, ein Brief. Ein persönlicher Brief. Kodex-Eintrag. Brief an Jogby. Und ein neues Quest. Da gucken wir doch mal eben einmal kurz nach. Ich habe hier noch gar nicht reingeguckt in der ganzen Zeit. Gut, das ist ja klar. Das ist der Schlüssel. Und das sind die beiden Aufgaben, die der Duncan uns gegeben hat. So, jetzt gucken wir mal hier. Du hast in der Nähe des Eingangs zur Korkari-Wildnis einen Leichnam gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, in dem ein Weg durch die Wildnis beschrieben wird, der den Verstorbenen zu einem Treffpunkt mit seinem Vater führen sollte. Genauere Informationen findest du in den Aufzeichnungen, ein Brief an Jogby. Aufzeichnung, Kodex, war das jetzt hier? Wo war das denn? Oder wo finden wir denn jetzt diesen komischen... Ist das hier vielleicht? Nein... Questbezogen. Das könnte das sein. Okay. So, Orientierungspunkte. Sucht nach einem Baum. Okay, hier sind mehrere Bäume. Aber der steht... Ah, okay, der lehnt an eine Ruine. Gut, dann müssen wir erstmal bis zu diesem komischen Baum uns finden und dann können wir uns den Spaß ja nochmal angucken. Laufen wir erstmal weiter. Hier rüber! Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Wir können euch zurückbringen.
Wenn ihr mir nur einen Verband anlegen könntet, schaffe ich es allein zurück. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Oh! Ich muss hier weg! Habt ihr das gehört? Die Dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der Dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier Dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Aber es ist Teil unserer Prüfung, diese Gefahren zu überstehen. Das ist wahr. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben, aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Wenn sie mich nicht sehen, können sie mich auch nicht töten. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Da waren wir ja gerade und haben die Elfenwurzel gelootet, ne? Oder ist eine Wildnisblume? Diese Blume. Weiß und in der Mitte rot. Der Hundepfleger in Ostager hat nach so einer gefragt. Was will er damit? Hast du eine Ahnung? Der Hundepfleger meinte, dass diese Blume den Hunden helfen kann, die krank geworden sind, nachdem sie die dunkle Brut gebissen haben. Auf jeden Fall hat er jedem eine Belohnung versprochen, der in die Wildnis geht und ihm eine bringt. Ich will nur, dass du darüber nachdenkst. Das ist alles. Wenn sie mich nicht sehen, können sie mich auch nicht töten. Tja, also die Hunde, die möchte ich auf jeden Fall retten. Denn wir haben ja erfahren, dass die am Blut vergiftet sind. Also vom Blut der dunklen Brut vergiftet sind. Und dementsprechend, natürlich retten wir die. Wir sind tierlieb. Und da sind auch Gegner, guck mal. So, Alistair, du als erstes. Mal eben kurz gucken, was das hier alles so für dunkle Brut ist. Das sieht man hier gar nicht, aber wir haben... Ah, nee, toll. Ich habe gedacht, man kann die jetzt sehen, wenn ich Tab drücke, aber kann man nicht. Aber ich würde mal stark behaupten, dass das auch hier so Genlocks sind oder aber ein Bogenschütze. Alistair, bitte hier. Jory, du möchtest schon irgendjemand mit einem mächtigen Schlag beglücken. Dann mach das aber bitte auf den. Mal erstmal gucken, mächtiger... Da. Kannst du gerne tun. Das kannst du auch machen. Und wir greifen aber hier oben den Genlock an. Ich hoffe, wir kommen an ihn ran. Geht's. Ja, kommen wir. Okay, das sieht aber alles nicht so toll aus, was wir hier gerade fabrizieren. Müssen wir mal eben hier den Devilf ein bisschen nach vorne stellen. Oh, da schießt einer mit Feuerpfeilen. Das ist aber nicht so toll. Und wir müssen auch mal ein Stück nach vorne laufen. Oh nein! Nicht dein Gewicht! Bis zum Tod! Unschön! Wie wäre es damit? Für die grauen Wächter! Okay. Wir laufen schon mal hier hin und der Devil, der läuft da auch schon mal hin. Bleib gefälligst! So, Bogenschützen angreifen. Alle noch am Leben, relativ gut. Also die HP sind okay. Der fliegt gerade. Sieht voll cool aus. Guck mal. Hübsch. Okay, weiter. Und den letzten. Ich hätte gerne eine Trophäe. Ja. Das war doch... für den Einstieg gar nicht mal so verkehrt.
Gucken, was die alle mithaben. Ah, okay, da ist schon mal das erste Fläschchen. Wenn sie mich nicht sehen, können sie mich auch nicht töten. So, dann hier oben noch gucken. Das noch. Ja, in Ordnung. Noch ein Fläschchen. Todeswurzel. Nehmen wir mit. Können wir da rüberlaufen? Ne, können wir nicht. Da stehen doch schon wieder Gegner rum. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Ich würde eigentlich, glaube ich, gerne da runterlaufen. Ich verirre mich hier. Genau, diesen Weg hier. Noch ein Elfenwürzelchen mitnehmen. Okay. So, also an dieser Stelle werde ich auch mal eben kurz speichern. Sicher ist sicher. Weil das sind doch recht viele, die da stehen. Und jetzt machen wir noch Trick 17. Wir werden jetzt erstmal hier alle auf Position halten stellen. Ich möchte nicht, dass die angreifen. Ich versuche jetzt mal, so aller MMOs zu pullen. Ich hoffe, das funktioniert. Na, du greifst ja wohl jetzt nicht von da hinten an. Komm mal hier rüber. Okay, das war irgendwie eine ganz, ganz schlechte Idee. Der Viv, lauf mal ein Stück vor. Wir auch mal ein Stück nach vorne. Da kommt der Genok kommt, das ist gut. Ich hoffe, er soll den Bogenschützen angreifen. Wir greifen den auch an. Und der andere. Da warten wir jetzt, bis der hier ist. Perfekt. Und greifen ihn dann mit den beiden Nahkämpfern an. Wie ihr wünscht. Dieses Stück weg! Dieses Stück. Das funktioniert. Den jetzt hier noch. Okay, also die Taktik funktioniert schon mal. Dann versuchen wir den ganzen Spaß doch nochmal. Ich versuche jetzt mal hier den ganz rechts. Ich verstehe. Okay. Genau, kommt schön hier hin. Direkt mal hier einen verkrüppelten Schuss drauf. Jetzt wird es. Gut. Hast du gut gemacht, Deviv. Alistair. Den Herlock. Jory, bitte. Auf. Was jetzt? Und wir greifen mal eben kurz den Jäger an. So, und jetzt können wir die mal eben kurz die Position halten und mal aufnehmen. Wenn sie sich denn bewegen würden. Ich erwarte eure Befehle. So. Und da ist das dritte Fläschchen. Dann haben wir die Quest schon mal. Okay, ein viertes. Vielleicht auch ein fünftes. Ja, wieso auch nicht? Nehmen wir mit. Kann ja nicht schaden. So, drei stehen da noch. Die sollten wir ja jetzt. Eigentlich sollten wir die ja schaffen. Und so. Okay, ich glaube, wir konzentrieren uns mal hier auf den Bogenschützen. Der wirft du bitte auf. Zauberhaft! Die beiden Nahkämpfer kriegen das schon ohne uns da hinten hin. Oh, ich glaube, da klebt Blut an mir. Gut. Ja, und da bin ich nochmal. Ich hatte ja im Video selber angekündigt, dass ich meine Stimme verstärken möchte. Habe ich nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil mein Mausgeklicke und mein Tastaturgehämmer auch mit verstärkt wird. Und das wollte ich euch nun wirklich nicht antun. Deswegen habe ich meine Stimme jetzt so gelassen, wie sie ist. Also völlig neutral. Das Einzige, was ich rausschneide, ist wirklich nur das Rauschen. Naja, also nach dem ganzen Rumgewerkel mit Sound lauter, Sound leiser, meine eigene Stimme lauter, meine eigene Stimme leiser und so weiter und so fort, bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich rede einfach lauter. Ich werde es zumindest versuchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesbezüglich einen Kommentar da lasst, ob
ihr überhaupt generell meine Stimme zu leise findet im Video selber, in den Folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!